Euch ehrlich eine Sache, ich darf jetzt gerade nicht so rumschreien, weil ich würde gerne schreien, aber ich darf nicht, okay? Aber wenn ich anfange, über diesen jungen Mann zu reden, ich kann wirklich, allein diesen Call könnte ich füllen, nur mit einem Edifying von den Dingen, die ich gelernt habe über den Jungen oder von ihm, ja, und das über 40, 30 Minuten lang. Es ist absolut crazy. Bergchen ist für mich nicht nur ein sehr, sehr guter Freund geworden in den letzten Wochen, Monaten, mittlerweile fast Jahren. Bergchen ist eins meiner Vor- und Leitbilder. Ich finde es so, so faszinierend, jedes Mal, wenn dieser junge Mann hier irgendwie Richtung Koblenz oder Richtung Deutschland kommt. Dieser Junge kann nicht an mir vorbeikommen. Er kann, es geht nicht. Ich muss ihn sehen. Versteht ihr, was ich meine? So krass finde ich ihn, dass jedes Mal, wenn er die Grenze überschreitet, ich gefühlt, gar nicht, ich spüre, irgendwas ist anders in diesem Land. Versteht ihr? Ich muss ihn anrufen, muss ihn sehen, zu 100%, Leute. Warum? Weil dieser Junge ist Value on Legs. Ja? Es ist absolut crazy. Das erste Mal, als ich und er oder persönlich ich ihn kennengelernt habe, war damals auf seinen Late-Night-Calls. Und damals, ich glaube, er war 17 Jahre alt. Jedes Mal hat er auf diesen Late-Night-Calls geredet, hat die heftigen Nuggets gedroppt. Ich konnte mich mega gut mit ihm irgendwo identifizieren, weil er auch oftmals über seine Vergangenheit geredet hat, über das, dass er damals auch im Football-Game war, dass er Sport gemacht hat, Leistungssportler, etc. Und dann irgendwo sich alles doch durch dieses Business für ihn gechanged hat. Mittlerweile ist er nicht nur close to Chairman. Ja, mittlerweile ist er eine Inspiration von Hunderten von Menschen. Für mich einer der krassesten Speaker, wenn nicht sogar der krasseste Speaker im gesamten deutschsprachigen Raum. Ich weiß nicht, ob ihr auf der ACX dabei wart, aber der Shit war eine Meisterleistung. Ja, ich weiß nicht, ob ihr auf der ACX dabei wart, aber drop mal eine 777 in den Chat, wenn ihr sagt, der Typ hat alles auseinandergenommen. Der Typ hat alles auseinandergenommen. Und ich finde es so crazy, weil wenn ich ihn sehe, wenn wir miteinander sind, man kann so lustig miteinander sein, aber im nächsten Moment kann ich so, so, so viel, was dieses Business angeht, von ihm lernen. Ich glaube, heute für dieses Thema, was heute ansteht, go faster, P150. Okay, gibt es keine Person, die besser geeignet wäre als Bergchan. Weil allein ich persönlich, wie viele P150s ich schon cleared habe. Ja, das ist schon crazy. Aber als ich ihn gefragt habe, Bro, wie stellst du es an? Was gibst du Menschen mit, wenn sie gerade keine Breakthroughs in der Akquise haben? Wenn sie gerade keine neuen Leute sponsern? Was er mir für Dinge gesagt hat. Guys, kennt ihr diese Momente, wenn ihr Nuggets bekommt und bekommt Gänsehaut und seid auf einmal excited? Ihr fängt an zu lächeln, ihr fängt an zu tanzen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal so Momente hattet, wo ihr so einen Mentorship-Call geshoppt habt und irgendwas wurde gedroppt, dass ihr excited wurdet und irgendwie ihr seid aufgestanden, ihr habt gesprungen, ihr habt getan. Genauso war es mit diesem jungen Mann immer und immer wieder. Es ist crazy. Er droppt Dinge, die hört man nicht so. Ja, er gibt Perspektiven, die hört man nicht so. Ja? Und ich danke ihm so sehr, dass er sich heute die Zeit nimmt, weil ich weiß, er will nicht, dass ich sage, aber er hat heute nichts von diesem Call. Auch wenn er sagt, safe, ich mach das. Er hat heute im Real Talk, keiner von uns ist in seiner Organisation, keiner von uns ist in seinem Backoffice. Aber ich kann dir eine Sache sagen, jeder einzelne von uns ist in seiner Family. Weil dieser Typ ist humbled as fuck. Dieser Junge kommt auf Calls. Dieser Junge kommt zu verschiedenen Städten, supportet Teams, ist am Start, macht Events. Egal, ob er was davon hat, ob er davon irgendwie einen Benefit trägt oder auch nicht. Und deswegen, Leute, lasst mal ein Herz, ein dickes Herz für Bergchan Ateshi in den Chat droppen. Ja, the MVP of this game, Leute. Ich bin so verdammt, verdammt dankbar, dass er sich heute dazu geschaltet hat. Ich weiß, er ist selber gerade auf Tour, Guys. Der junge Mann macht gerade diesen Call von seinem Handy aus. Der Bruder ist irgendwo gerade wahrscheinlich, wie ich es kenne, nirgendwo von Event zu Event am Jumpen. Und dementsprechend, ich will gar nicht weiter in die Länge ziehen. Bergchan, love you, brother. Danke, danke, danke für alles, was du mir bis jetzt gegeben hast, Bro. Du weißt nicht, wie viel es ist, aber ich danke dir von Herzen, Mann. Let's go, let's get it, Bro. Appreciate it, Bro. Ich liebe dich. Hey, ganz kurz, Fam, könnt ihr mich so hören? Einfach mal ganz kurz Daumen nach oben, alle. Okay, auch alle, die gerade was trinken. Einfach kurz Daumen nach oben. Be active in the call. Come on, stop playing, alright? Ladies and Gentlemen, ich hoffe, euch geht es erstmal sehr, sehr gut. Wenn ihr mich rascheln hört, irgendwie so komische Jackengeräusche, nicht wundern. Es ist wirklich arschkalt gerade hier. Wieso bin ich draußen? Wir sind gerade eigentlich nämlich in dem Café, ne? Aber es war einfach viel zu voll, viel zu laut, weil wir gefühlt alle Power Hour gleichzeitig hatten. Und hätte ich das da drin gemacht, dann hättet ihr mehr andere Leute gehört als mich. Deswegen stehe ich jetzt ein paar Minuten hier draußen. Ich habe Handschuhe an, so kalt ist es. Ne? Ich habe Handschuhe an. Denkt aber so, Digga, wisst ihr? Crazy auf jeden Fall. Aber Fam, ich wollte trotzdem den Call machen mit voller Energy, mit vollem Geist im Endeffekt für euch.
um da einfach irgendwie einen Impuls geben zu können im Endeffekt. Versteht ihr, was ich meine? Um irgendwie einen Impuls geben zu können. Und deswegen erstmal, bevor ich das Ganze starte, first of all, I'm thankful, ja, dass ich überhaupt, I'm thankful, boah, meine Sprache stirbt schon ab von der Kälte. I'm thankful, dass ich überhaupt auf diesem Call heute sein darf. Erstmal Shoutout, bevor wir hier irgendwie mit Nuggets anfangen und so weiter, Ladies and Gentlemen. Ich glaube, Jerome, es geht ja um P150s, oder? Es geht darum, P150 zu hitten, P150s zu kreieren, ja, ein Skillset in diesem Business aufzubauen, was nicht von dieser Welt ist. Seien wir mal ganz ehrlich, bevor wir irgendein Skillset heute hier anpeilen, bevor wir überhaupt irgendwie hingehen und euch irgendwas teachen, wie man P150 hittet, wie man diesen ersten Major Rank hittet in diesem Business, ja, ist es mal sehr, sehr wichtig zu verstehen, dass alles, ja, baut und fällt mit Dankbarkeit, right, in diesem Business. Alles in diesem Business baut und fällt mit Dankbarkeit, Ladies and Gentlemen. Deswegen lasst uns mal dankbar sein, ja, für die Leute, die nicht nur diesen Call organisiert haben, sondern die irgendwie ein Teil dieser Journey waren, dass überhaupt solche Calls zustande kommen. Lasst uns dankbar sein für einen der hübschesten Uplines, die man haben kann, Jerome. Ja, lasst uns mal wirklich dankbar sein für einen Daniel. Ja, lasst uns mal dankbar sein für Hussein Abu Khaled, für Patrick, ja, für all diese krassen Führungskräfte, für Aaron. Ja, lasst uns mal wirklich dankbar sein für all diese Führungskräfte, die tagtäglich, ja, in euer Cup füllen, ja, die tagtäglich dafür schauen, ja, dass es euch wirklich besser geht, ja, Tag für Tag für Tag, und selbst sogar manchmal auf ihre Werte, auf ihre Rechte verzichten müssen, damit es anderen Leuten gut geht, Ladies and Gentlemen. Alright, lasst uns dankbar dafür sein, weil wenn wir dankbar dafür sind, werden wir selber attracten. Und das klingt negativ, ich weiß, und das ist der erste Punkt, mit dem ich anfangen möchte, aber ich möchte real in diesem Call sein. Ist es okay? Könnt ihr mal yes sir in den Chat droppen, alright? Yes sir in den Chat. Ja, wenn ich real sein darf mit euch heute. Alright, einfach mal yes, sir, in den Chat. Alle, die nichts droppen, Brother, stop playing. Alright, stop playing. Was hast du Besseres zu tun, als auf diese Tastatur zu klatschen? Hey, scam ich nicht. Alright, das ist, I am Scam Academy, was du gerade machst. Alright, stop playing. So, der Punkt ist jetzt sehr im Endeffekt, Ladies and Gentlemen. Das ist der wichtigste Punkt, wenn wir dieses Business starten, im Endeffekt mit der Wertschätzung zu starten, um irgendwann diese Punkte adaptieren zu können. Und ich habe gerade über einen wichtigen Punkt gesprochen. Ich werde euch heute, damit ihr den Call mal ein bisschen versteht, ich werde euch heute genau zeigen, wie man P150 hittet, aber nicht nur das, was ihr schon wisst. Ich will das Ganze ein bisschen verfeinern mit euch. Ich habe nämlich ein Ziel in diesem Call, und das ist auch das, was ich Jerome letztens gesagt habe, beziehungsweise ein paar Führungskräften von ihm, beziehungsweise was mir heute nochmal aufgefallen ist. Heute hatte ich irgendwen, ist nicht aus meinem Team, ne? Wie hieß der nochmal? Ich habe seinen Namen, tut mir leid, aber da war auf jeden Fall ein Junge vor allem im Café gewesen, der seit 4 Monaten am Start ist, alright? Seit 4 Monaten ist der Junge am Start, und er ist zu mir gekommen und er ist so, Bergjan, ich würde gerne P150 gehen. Ich würde gerne P150 gehen. Und ich habe ihn gefragt, okay, Bro, ja, wann glaubst du, dass du das Ganze hitten kannst? Und er hat mir 2 Monate gesagt. Erst so, und jetzt kommt, erst so 2 Monate. Und dann habe ich ihn komisch angeschaut, ne? Und erst so, ich weiß, klingt crazy. Ich weiß, es klingt zu schnell. Wisst ihr, was ich meine? Erst so, er hat zu mir gesagt, ich weiß, du denkst, das ist zu schnell. Ich habe lachen müssen. Wisst ihr, warum, Ladies and Gentlemen? Schau, wenn man das Business richtig aufbaut, alright? Und ich möchte ganz kurz diese Perception geben, nicht, weil ich an diesem Punkt bin, wo ich gerade bin, nicht, weil ich diese Teampartner habe, die ich habe, ja, und, sondern ich will einfach real zu euch sein. Als ich dieses Business kennengelernt habe, hat es mich 8 Monate gebraucht, mehr als 2 Teampartner zu haben. 8 ganze Monate. Kenan, du siehst mich gerade an, du denkst dir, Bruder, ich habe gestern mehr eingeladen als das. Ich fühle dich, Bro. Alright? 8 ganze Monate, na, im Endeffekt hat es mich gebraucht, um den P6 zu hitten, ja, im Endeffekt den P150, den P6 zu hitten. Und ich will euch ganz real sein. Wisst ihr, was das Krasse war? All das, was ich euch heute in diesem Call sage, das ist genau das, was ich damals gemacht habe. Und jetzt komme ich zum lustigen Punkt. Ein Tag, bevor ich P6 gegangen bin, okay, ich bin an einem Montag P6 gegangen, ja, an einem Samstag, okay, sprich den Tag davor, bevor ich Beast Mode gegangen bin, an einem Samstag hatte ich sage und schweige 2 Teampartner. Okay, merkst du einfach mal ganz kurz. 2 Teampartner. Jetzt stell dir mal vor, du bist seit 8 Monaten dabei und nicht seit 8 Monaten 6 davon nur am Trade. Nee, seit 8 Monaten voll am Networken. Seit Tag 1 bist du jeden Tag am Gas geben, rufst jeden Tag Leute an, hast jeden Tag Präsis, triffst dich jeden Tag mit Leuten in Cafés, ununterbrochen, neben Schule, neben Arbeit, neben der anderen Arbeit, neben Sport. Und 8 Monate lang bewegt sich rein gar nichts in deiner finanziellen Situation, in deinem Backoffice und in deinem Metatrader. Was ist das Gefühl, was du hast? Drop's mal in den Chat. Wenn meine Nase rot wird, nicht wundern, ne? Also wenn mir kalt ist, ich sehe aus wie Reindeers, ne? Crazy. Alright, Frust. Es war Frust, es war Verzweiflung. Definitiv. Ich war frustriert. Nicht frustriert vom Business, weil ich wusste, das Business, it works, you know? Ich wusste das schon. Aber ich hatte Frust, weil es bei mir nicht funktioniert.
Dann kam der Sonntag. Jetzt kam der Sonntag. Oh shit. Digga, das frisst Akku hier. Oh shit, das frisst Akku hier. Alright, die Kopfhörer, Digga, seit wann fressen Kopfhörer Akku hier? Ganz random. Octal Shot, der denkt sich, Bruder, hast du das nicht gewusst? Bruder, anscheinend nicht, Digga, habe ich noch nie gemacht mit diesen Kabelkopfhörern, Digga. Okay, der Punkt ist jetzt der, okay, ganz simpel erklärt. Der Punkt ist jetzt der im Endeffekt, ich war frustriert gewesen. Davon kommt der Satz, I was sick and tired of being sick and tired. Und jetzt kommt der Punkt. Am Sonntag in der Früh bekomme ich einen Anruf von Summit. Er so, Bro, ich weiß, du bist frustriert. Bro, ich weiß, ne, du glaubst vielleicht gerade nicht an dich. Bro, ich weiß, es ist ein bisschen schwierig. Aber Bro, glaub einmal bitte an dich. Und glaub an dich nicht so ein bisschen, glaub an dich, wie du es noch nie zuvor getan hast. Glaub an dich, wie du es noch nie zuvor getan hast. Und denkt euch jetzt, merkt schon, was hat das mit Skillset zu tun? Ich komme gleich auf Skillset. Relax, alright? Relax, atme mal durch, okay? Relax. Und ich so, Bro, du hast recht. Ich bin aufgestanden und ich erzähle euch bis heute, und jeder nämlich die Story, fragt jeden, ich erzähle jedem diese Story. Ich bin aufgestanden aus dem Bett. Ich war noch im Bett, by the way, wo er mich angerufen hat. Er hat mich geweckt, ne? So früh hat er mich angerufen, Digga, crazy. Okay? Er hat mich geweckt. Ich bin aufgestanden, ich habe mich vor den Spiegel gestellt und ich habe einen Satz zu mir selber gesagt, okay? Ich habe gesagt, Bergschon, ich weiß nicht, ob es möglich ist. Ich weiß nicht, ob du dafür bereit bist. Ich weiß nicht mal, ob du dazu fähig wärst. Aber irgendwas in mir drin heute sagt, dass heute der Tag ist, an dem ich P6 gehe. Koste es, was es wolle, brauche es, was es wolle. Na, im Endeffekt, dieser Rank steht heute no matter what. Seid ihr ready? Absage nach Absage. Classic, ne? Absage nach Absage. 12 Uhr, ich hatte schon 5 Präsis gehabt, 12 Uhr Mittag. Jeder hat abgesagt. 14 Uhr, ich hatte 5 Präsis, 5 meiner Crosslines haben mir helfen müssen, die Präsis zu machen. Keiner gestartet. Und dann habe ich einen Satz für mich erkannt, den werde ich euch gleich sagen. Ich habe angefangen, diesen Satz zu nützen. Ich habe angefangen, noch mehr Präsis zu machen. 4, 5 meiner Crosslines haben Präsis für mich gemacht. Mitternacht ist da. Ich bin auf 11 Teampartnern. Ich schaue ins Backoffice, 0.30 Uhr Update. Damals war es ein bisschen früher, Digga, Scam. Ich schaue ins Backoffice um 0 Uhr. Update ist da. Ich habe Tränen in meinen Augen. Ich bin mit Summit im Büro und ich sage so, Bro, wir sind so weit gekommen. Let's go, war ein geiler Tag. Er so, no. Relax, Bro. Der Rank steht noch nicht. Es fehlt noch eine Person. Und ich so, ja, Bro, wir schaffen das mal. Nee. Er so, Bro, wir haben gesagt, heute steht er. You didn't come this far just to come this far. Und das will ich dir heute als ersten Tipp geben. Du bist nicht so weit gekommen, um nur bis zu diesem Punkt zu kommen, an dem du heute stehst. Trust me on this one, ladies and gentlemen. Du bist nicht heute hier, um hier zu sein. Du bist hier, weil es die Preparation ist auf das, was dich viel krasseres erwartet. Und ich sag, Bro, wir schaffen das noch. Bis 2 Uhr in der Nacht. Mir gingen die Leute aus. Ich bin euch ganz ehrlich, keiner mehr war mal wach an einem Sonntag auf Montag um 2 Uhr in der Nacht. Um 2 Uhr in der Nacht schreibt mir eine Person auf Snapchat zurück. Ich habe gesehen, er schreibt, ich habe nicht mal gewartet, ich habe direkt angerufen. Ich rufe ihn an auf Snapchat, ne, diese Billiggespräche. Kennt ihr das? Snapchat-Gespräche, ganz weirde Gespräche. Ne? Ich rufe ihn an, das ist das Gespräch, ich werde das niemals vergessen. Ich so, Bro, was geht, bla 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 bla, ich habe das und das und das. Und er so, Bro, ich weiß, ich war die erste Person, der das gezeigt hat. Er war die erste Person, die mich das ganze 8 Monate davor gezeigt hat. Und jetzt kommt's. Er so, Bro, damals habe ich gesagt, das ist nichts für mich. Bro, ich bin gestern aus dem Gefängnis rausgekommen. Ich so, was? Er so, Bro, ja, ich habe ein bisschen Scheiße gebaut. Ich bin gestern aus dem Gefängnis rausgekommen. Und Bro, du hast recht, ich muss was verändern. Lass uns das Ganze starten. Jetzt kommt der krasse Punkt. Er so, Bro, aber lass uns das Ganze morgen machen. Kennt ihr diese Leute? Ich so, Bro, nee. Ich fahre jetzt zu dir. Wo wohnst du? Er schickt mir eine Adresse, die 1,5 Stunden entfernt war. Ich und Samet steigen ins Auto, fahren straight up hin. Okay, es war jetzt irgendwo so um die 4 Uhr nachts gewesen. Wir klatschen den Laptop auf die Motorhaube. Er ist rausgekommen mit Unterhose. Okay, mit Unterhose. So sehr haben wir ihn gestresst. Mit Unterhose ist er rausgekommen. Am Laptop, auf der Motorhaube, haben wir die Registrierung gemacht. Fragt Samet, das ist bis heute die lustigste Story. Haben wir die Registrierung gemacht? Ich habe gesagt, morgen machen wir die Einarbeitung, Bro. Geh wieder nach Hause. Ciao, ciao. Und wir sind nach Hause gefahren. 1,5 Stunden haben wir nichts geredet. Wir waren einfach schockiert. Dann waren wir im Büro, 6 Uhr Update. Wir updaten, wir sind eskaliert.
Schau, Ladies and Gentlemen, das ist eine krasse Story, ich weiß. Wisst ihr aber, warum ich euch das gerade erzähle? Jetzt stelle ich euch mal eine ehrliche Frage. Glaubt ihr ernsthaft, von Samstag auf Sonntag habe ich irgendein Skillset gelernt, was ich davor nicht wusste? Schreibt es in den Chat, ja oder nein? Alright. Glaubt ihr, dass von Samstag auf Sonntag die Leute besser waren, die Prospects besser waren? Okay, auch nicht. Perfekt. Glaubt ihr, von Samstag auf Sonntag habe ich also irgendwas anders gemacht, was ich am Samstag nicht gemacht habe? Ja oder nein? Das war eine Fun-Frage. Eben schon. Okay, eben schon. Schau, ich habe nicht mein Skillset verändert. Alright? Ich habe nicht die Prospects verändert. Ich habe nicht anders angeschrieben. Nur die Art und Weise, wie ich es gemacht habe, war anders. Ich habe es effektiver gemacht. Ich habe es krasser gemacht. Ich habe es schneller gemacht. Ich habe es härter gemacht als jemals zuvor. Klingt komisch, right? That was egal. So, klingt komisch. Aber ich habe mehr gemacht als jemals zuvor in meinem Business zuvor. Und das ist das Erste, was ich dir heute mitgeben möchte, okay? Als Zusammenfassung von den ganzen Sachen, bevor ich jetzt auf Skillset jetzt wirklich eingehe. Manchmal, Ladies and Gentlemen, ich werde euch gleich alle Skillset teachen. Ich kann euch ab jetzt schon, das ist eigentlich der wichtigste Part von diesem Call gewesen. Soll ich ganz ehrlich zu euch sein? All das, was ich jetzt sage, ist unwichtiger als das, was ich jetzt gesagt habe. Es wird krass klingen, aber es ist unwichtiger. Weil wenn ihr das nicht versteht, was ich gerade jetzt gesagt habe, dann wird das alles keinen Sinn machen. Do you feel me? Yes or yes? Mit der Nase fühle ich mich wie Julian manchmal, Digga. Alright, that's crazy. Alright, nächster Punkt. Das haben wir jetzt verstanden. Sehr schön. Ich muss ganz kurz mit meiner Nase, ich weiß, sieht komisch aus, aber ich habe Handschuhe an, wartet. Ich muss kurz schauen, wie viel Akku ich habe. Oh shit, crazy. So, das ist jetzt der Punkt. Und jetzt teach ich euch das Skillset, was ich gemacht habe. Fangen wir mit dem ersten an. Prospects. Fangen wir Basics an, okay? We start with the Basics. Alright? Prospects, ladies and gentlemen. Ich gebe euch einen Tipp. Ich gebe euch nicht die krassesten Nuggets, die komplizierten. Ich gebe euch die Realität. Alright? Wisst ihr, was die Realität ist? Es ist so scheißegal, wenn du anschreibst. So scheißegal. Das Einzige, was wichtig ist, und ich möchte, dass du das jetzt in deinem Kopf machst, immer bevor du ab jetzt eine Person anschreibst, immer bevor du eine Person anrufst, immer bevor du in den nächsten Call gehst, trust me on this one. Ihr wollt wissen, warum wir krasser closen als wir damals. Ihr wollt wissen, warum wir mehr Leute starten als damals. Das ist crazy family. Ich habe damals 8 Monate gestruggelt, 1-2 Leute zu starten. Ich hab Montag 5 Leute gestartet, wisst ihr? Einfach so, am Montag kennengelernt, am Montag gestartet. Einen habe ich im Café kennengelernt, wo ich gerade einen anderen gestartet habe und der ist gestartet. Denkt ihr, wie krank das ist? Voll crazy eigentlich, oder? Das ist ja euer Dream, oder? 2x P150 an einem Tag gehen, ohne nichts. So crazy, oder? Ohne nichts zu tun eigentlich. Der Punkt ist jetzt der. Wisst ihr, was jetzt der Unterschied zwischen dem Berg schon heute ist zu dem Berg schon damals? Der Berg schon damals hatte Schiss. Er hatte Schiss, dass er es nicht schafft. Aber er hatte auch anders Schiss. Er hatte Schiss, dass es nicht die richtige Person ist. Leg diese Zweifel mal ab. Leg diese Prejudges mal ab. Legt mal diese Gedanken ab. You think too much in this business. Stop thinking, start doing. Wisst ihr, was ich mir jedes Mal denke, bevor ich wen starte, bevor ich wen anschreibe, bevor ich wen calle? Ich denke mir immer dasselbe. Ich bin Gott dankbar, dass ich mit dieser Person in Kontakt gehen darf. Na, im Endeffekt. Und dieses Menschenleben jetzt in diesem Call impacten darf. Guess what? Die Leute starten. Ich sage das nicht mal den Leuten. Ich sage es davor im Gespräch mit mir und Gott. Ich sage immer wieder dasselbe. Alle Leute, die ich haben werde, ich bin so dankbar, dass ich diese Person auf dem Gespräch habe. Naja, und ich bin dankbar, dass ich diese Person mit meinen Wörtern impacten kann. Immer wieder dasselbe. Vor jeder Person, ich denke immer, wie krank ich bin. Vor jeder Person, die ich neu anschreibe auf Instagram, sage ich den Satz. Vor jeder Person, die ich call, schreibe ich den Satz. Schau, trust me on this one. Du musst nicht religiös sein, um diesen Satz zu sagen. Vergiss nicht das Erste, was ich gesagt habe. Egal ob Universum, egal ob Allah oder Gott, egal an was du glaubst, solange du an etwas glaubst, ich will dir eine Sache teachen. Wenn du nicht mal dankbar bist für das, was du gerade hast, warum sollte dir Gott mehr geben, damit du noch mehr verkackst? Alright? Wird Gott niemals machen. Gott wird dir niemals etwas geben, womit du nicht klarkommst. Niemals. Deswegen sei dankbar dafür, weil das heißt übersetzt, du kommst damit klar, weil du bist dankbar dafür. Versteht ihr? Was bewirkt das?
ich will es nicht gar nicht sagen, probiert es einfach mal heute aus. Wenn du mir nicht glaubst, mach ein Experiment. Schreib heute 30 Leute an mit derselben Copy-Paste-Nachricht, die du 1990 erfunden hast. Alright? Schreib 30 Leute an ohne Gedanken. Einfach Spam. Morgen schreib 30 Leute an mit diesem Gedanken davor. Immer wieder sag den Satz, bevor du Leute anschreibst. Du wirst sehen, auf einmal schreiben dir mehr Leute positiv zurück. Es ist die Realität. Das ist die Realität. Alright? Step one. Macht Sinn? Yes or yes? Kalt, Digga. Boah, Kälte gibt Adrenalin, ne? Crazy. Das ist so der Punkt. Alright? Zweiter Step. Ich möchte, dass ihr jetzt eine Sache macht, die euch viele Leute leider falsch geteacht haben. Und das ist Prospecting. Prospecten wird immer nämlich, seitdem ich in diesem Business bin, immer auf dieselbe Art und Weise geteacht. Wisst ihr, wie es nämlich geteacht wird? Ich gebe euch ein Beispiel. Okay? Es wird so geteacht, eine Person kommt zu dir und sagt, hey Annika, pass auf, alright? Ich bin jetzt deine Upline, sagen wir mal, okay? Und ich komme zu dir, Annika, und wisst ihr, was das Problem ist? Ich als Upline mache einen Fehler. Ich sage, Annika, pass auf, schau, das ist meine Nachricht, kopiere sie, mach das genauso, schreibe sie ein bisschen um. Copy and change it a little bit. Kennt ihr ja von der Klasse, ne? Copy and change it a little bit. Annika macht jetzt das. Annika kommt 2 Wochen später verzweifelt zu mir. Wieso funktioniert das bei dir, bei mir nicht? Ist es so gewesen bei jedem von uns, oder? Kennen wir das nicht? Egal ob als Upline oder als Teampartner, wir kennen es doch, oder? Subline, wir kennen es jetzt. Alright? Der Punkt ist jetzt der, das ist der Fehler. Nur weil es bei mir funktioniert, heißt es nicht, dass es bei dir funktioniert. Nur weil es bei Jerome funktioniert, heißt es nicht, dass es bei mir funktioniert. Versteht ihr, was ich meine? Ich gebe euch ein anderes Beispiel, damit ihr wieder mal was zum Sehen habt. Geht mal einmal auf das Profil von Maurice Sommer. Oder noch ein anderes Beispiel. Geht mal auf das Profil von Ilja und Marvin Gramminger. Beide posten Travel. Sind wir uns einig? Beide haben krass viel Geld. Sind wir uns einig? Beide haben krass viele Follower. Sind wir uns einig? Jetzt geh aber mal auf das Profil und stell dir mal die Frage. Das Erste, an was du denkst, wenn du das Profil ansiehst. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei Marvin denke ich an Influencer. Ich denke an Unternehmer. Ich denke an Jay Alvarez. Wisst ihr, was ich meine? Wenn ich Ilja sehe, denke ich mir, fresher Jugendlicher, der Geld hat. Ich denke mir, geil, Dubai, Drip. Merkt ihr den Unterschied? Beide haben Follower. Beide sind im selben Rank. Beide haben Impact. Beide reisen viel. Beide haben geile Qualität von Fotos und Videos und Captions. Aber sie drücken ganz was Unterschiedliches aus. Und jetzt stelle ich dir die Frage, wenn beide dieselbe Person anschreiben, ist es realistisch, dass beide ein Ja bekommen? Nein. Weil sie drücken was Unterschiedliches aus. Und wir Menschen denken alle unterschiedlich. We are not the same. Alright? Macht, glaube ich, Sinn. Das sind so logische Sachen. Ich zeige euch gerade logische Sachen. Eigentlich klingt das so dumm, ne? Aber das sind die logischen Sachen. Versteht ihr, was ich meine? Aber trotzdem drücken sie was anderes aus. Und genauso ist es bei dir. Du drückst was anderes aus als ich. Nicht wegen den Followern. Nicht wegen der Art und Weise. Nein. Du drückst einfach was anderes aus. Und das musst du verstehen. Und das ist was Gutes. Du bist unique. Ich möchte, dass du dir eine Frage stellst. Okay, das nächste Mal, bevor du prospektest. Ich werde gleich sagen, was wir verbessern, okay? Aber das nächste Mal, bevor du prospektest, stell dir mal bitte die Frage. Es gibt 100 Millionen Networker auf dieser Welt. Ja, 100 Millionen. Klingt viel, ich weiß. Mindestens mal 40 Millionen davon, weil sehr viele alte Knacke dabei sind, mindestens 40 Millionen davon, okay, benutzen Instagram zum Prospekten. 20 Millionen davon machen es konstant jeden Tag. 10 Millionen davon machen es konstant und richtig. Und jetzt stell dir die Frage, wenn du schon all diese Sachen richtig machst, du machst es konstant, du machst es richtig, das ist schon mal gut. Jetzt stell dir aber mal trotzdem die Frage, was unterscheidet dich zu 10 Millionen anderen Menschen? Was macht dich unique? Wenn du immer wieder dasselbe schreibst, dann wunder dich nicht, wenn du immer wieder dasselbe Ergebnis bekommst. Du bist nicht unique. Wenn ich jeden Tag dieselbe Antwort bekomme von euch allen, glaubt ihr, ich als Prospect habe noch Bock auf dieses Business? Nein. Aber dann kommt diese eine Person, die es ganz anders macht. Und wisst ihr, was jetzt das Lustige ist? Wisst ihr, wie ich die meisten Leute starte? Ich bekomme immer dieselbe Antwort. Das ist so lustig. Mary lacht mittlerweile schon. Sie sieht mein Handy und sie sagt, Digga, schreiben die immer dasselbe. Als würden meine Prospects Copy-Paste-Nachrichten schicken. So auf den, wisst ihr? Sie schreiben immer dasselbe. Hey, Bergschon, crazy auf jeden Fall. Ich habe das schon 1000 Mal gehört, aber bei dir wirkt es ganz anders. Klar, schaue ich es mir an. Wisst ihr, wie ihr das jetzt schafft? Ganz easy. Seid ihr ready? Ich werde jetzt keinen Bullshit-Nugget droppen. Just do it. Nein, ich sage euch jetzt wirklich, wie es geht. Okay? Schreibt die auf.
Du machst 4 Pitch-Nachrichten. Schau, du gehst auf deine Notizen in deinem iPhone oder wenn du Android hast, Digga, stop playing. Alright? Du gehst in eine, das klingt voll abgehoben, ne, wenn man eigentlich so drüber nachdenkt. Aber eigentlich ist es einfach nur so als Joke gemacht. Egal, mein Gehirn. So, ihr geht auf deine Notizen, okay, und du schreibst die 4 erste Nachrichten an. Nicht die, die deine Uplands machen. Überleg dir kreative Sachen. Das Ziel, weißt du, ein Pitch besteht, eine Instagram-Nachricht oder auf Bumble oder auf Tinder von mir oder auf Snapchat, mir egal, wo du es machst. Es ist immer dasselbe. Du brauchst 3 Nachrichten. Alles, was länger als es geht, ist Bullshit. Es funktioniert, aber in diesem Business geht es nicht nur darum, was bei dir funktioniert, sondern was duplicatable ist. Das, was ich euch sage, ist duplicatable. Das schafft jeder. 3 Nachrichten brauchst du. Die erste Nachricht, was ist das Ziel der ersten Nachricht? Wer kann es in den Chat schreiben? Währenddessen schaue ich auf meinen Akkustand, Digga. Okay, sorry. Oh shit, Digga, diese Kopfhörer, Digga, fressen Akku. Alright. In die DMs kommen. Alright, eine Antwort, oder? Eine Antwort. Das ist das einzige Ziel. Warum betone ich das, als wäre das nicht logisch gewesen? Weil manche zu viel denken wieder. Das einzige Ziel der ersten Nachricht ist, dass die Person antwortet. Egal was. Egal was. Auch wenn es halt die Fresse ist, Mann. Es ist so egal. Hauptsache, sie schreibt dir zurück und du bist nicht mehr in diesem, wie nennt man diesen Folder? Nicht allgemeines, sondern ihr wisst, was ich meine, Anfragen. Hauptsache, du bist nicht mehr bei Anfragen. Oder das ist so, als würdest du, okay, das ist so, als würde Janis jetzt ein Mädel im Club ansprechen und sie dreht sich einfach um. Hat doch keiner Bock. Sie soll wenigstens in die Fresse sagen, dass sie keinen Bock auf dich hat, weißt du? Ist doch besser, oder? Seien wir mal ehrlich. Ist ja so. So, perfekt. Makes sense. Alright. If it makes sense, it makes dollars. Perfect. So, machen wir weiter. Zweite Nachricht ist der Pitch. Das Ziel vom Pitch ist, wie der Name sagt, dass die Person keine Pitch wird, ne? Also das nicht. Dass die Person hungrig wird auf das Business. Alright? Nur kein Ex-Lachen, Digga. Alle anderen haben ICP gerade im Kopf gehabt. So, dritte Nachricht ist die Nummer zu ziehen. Muss ich, glaube ich, nicht erklären. So, und jetzt macht ihr ein Experiment. Ich nenne das heilige Experiment. Okay, wisst ihr, warum es heilig ist? Weil dieses Experiment alleine euch P150 schickt. Das ist jetzt crazy. Überlegt euch 4 erste Nachrichten. Und ich sage euch jetzt, wie diese aufgebaut sind. 4 erste Nachrichten. Okay? Eins davon persönlich. Wo ihr auf ein Profil eingeht, wo ihr auf das Profil der Person eingeht. Egal was. Eins davon ist persönlich. Das zweite ist allgemein Copy-Paste. Sowas wie, hey, wie geht's dir? Halt so ein bisschen anders, ne? So diese Smalltalk-Schiene. Das dritte ist straight up aufs Business. Sowas wie, hey, ich habe ein Business, keine Ahnung, wie es macht, ist mir egal. Das dritte ist straight up aufs Business, okay? Und das vierte ist komplett was Lostes, okay? So, und jetzt habt ihr eure 4 Nachrichten überlegt und jetzt macht ihr ein kleines Experiment. Ihr schreibt pro Nachricht 30 Leute an, okay? 30 Leute. Du schreibst 30 Mal, ich gebe nur dumme Beispiele. Hey, wie geht's dir? 30 Mal. Hey, Digga, du schießt crazy aus auf deinem Profil, auf diesem Bild. 30 Mal, bla, bla, bla. Versteht ihr? 30 Mal. 4 Nachrichten. Und am nächsten Tag sortiert ihr. Okay? Das heißt, ihr überlegt euch. Also, ihr schaut euch an. Erste Nachricht haben 10 von 30 zurückgeschrieben. Zweite Nachricht 4 von 30. Dritte Nachricht 10 von 30 wieder. Und so weiter. Das letzte 12 von 30. Was nehmt ihr jetzt? Die letzte Nachricht. Wisst ihr, was euer Problem gerade ist? Ich erzähle euch genau ein Problem, das wir euch jetzt treffen. Das ist ein Amateurproblem. Ist völlig normal, habe ich durcherlebt, 8 Monate. Hey, I feel you. Amateurproblem ist das. Ich schreibe 100 Leute an und ich ziehe vielleicht eine Nummer, wenn es gut kommt. Und wisst ihr, was ich am nächsten Tag mache als Amateur? Ich schreibe wieder genau auf dieselbe Art und Weise 100 Leute an. Und ich wundere mich, warum ich wieder nur eine Nummer ziehe. Das ist ein Amateurfehler. Du musst wissen, was bei dir funktioniert. Dadurch erhöhst du deine Quote. Wenn du deine Quote erhöhst, hast du 2, und das ist das Sexy an diesem Beispiel. Wenn du deine Quote erhöhst, statt auf einmal von 100 Leuten, die du anschreibst, schreiben dir nicht nur einer zurück, sondern schreiben dir 10 zurück. Jetzt passiert was sehr Krasses. Du hast eine Win-Win-Situation. Wieso? Entweder nimmst du das erste W, alright? Das erste W ist, dass du nicht mehr 100 Leute anschreiben musst, damit einer zurückschreibt, sondern nur mehr 20. Das heißt, du hast 5-mal weniger Arbeit. Das ist das erste W. Du sparst dir Zeit. Oder das zweite W, du entscheidest dich, dass du trotzdem 100 Leute anschreibst, ziehst aber 5-mal mehr Nummern. Das heißt, du hast mit derselben Arbeit mehr Effekt. Das zweite W. Macht das Sinn? Ihr müsst aber eure Quote kennen. Wenn ich Leute mittlerweile frage, was ist deine Quote? Was meinst du? Bro, ja, so circa. Nicht circa, was ist deine Quote? Rechnest du mal aus.
Alright, das ist der erste Punkt. Zweiter Punkt ist der Pitch. Mach dir genau dasselbe. 4 Nachrichten. 2 davon sind Nachrichten, 2 davon Audios. Eine Nachricht und eine Audio machst du nicht zu direkt aufs Business, sprich eher so Mindset ansprechen, solche Sachen, ja, und, Reisen, bla, 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 auf den. Und dann eine Nachricht und eine Audio, diese letzten zwei, okay, machst du straight up aufs Business. Ein Pitch aufs Business. Versteht ihr das? Yes or yes? Probiert ihr wieder 30 Mal pro Nachricht. Jetzt passiert aber was Geiles, warum ich das heilige Experiment nenne. Damit du jetzt 120 Mal Pitch machst, also du musst ja 4 mal 30 Pitch-Nachrichten machen, damit du 120 Pitch-Nachrichten machst, kannst irgendwann in den Chat schreiben, danke, damit du 120 Pitch-Nachrichten machst, musst du ja mal mindestens 5 mal mehr erste Nachrichten geschrieben haben. Macht das Sinn? Das heißt, du willst ja, dass du das Experiment siehst, ob es bei dir funktioniert, oder? Du willst es sehen. Damit du siehst, ob es funktioniert, musst du erst einmal 120 Mal Pitch-Nachrichten schreiben und dann so viele, also erste Nachrichten, und dann so viele erste Nachrichten, dass du überhaupt 120 Mal pitchen kannst, dass du überhaupt 120 Leute dir zurückschreiben. Versteht ihr, was ich meine? Meistens ist es so dann, dass die meisten Leute zu dem Zeitpunkt circa schon 600 Leute angeschrieben haben, damit sie 120 Mal pitchen können. Meistens, im Schnitt. Okay? Und jetzt kommt die dritte Nachricht, die Nummer 10. Das sind 2 Nachrichten. Eine als Audio, eine als Nachricht. Überlegst du dir wieder 2, machst du wieder 30 Mal. Und jetzt kannst du dasselbe Spiel wieder durchgehen. 2,5 mal 600, wie viel ist das? Das sind 1500, oder? Danke, perfekt. Ey, gar nicht so schlecht, Digga. Kein Wunder, also, wundere mich, warum ich sitzen geblieben bin, zweimal Mathe, ne? So, 1500, okay? Jetzt hast du 1500 Leute angeschrieben. Sorry, mein Akku. 1500 Leute angeschrieben. Und wisst ihr, was passieren wird, nachdem du diese 1500 Leute angeschrieben hast? Nicht, weil du 1500 Leute anschreiben möchtest, sondern weil du wissen willst, was bei dir funktioniert, weil du das Experiment ausführen möchtest. Wisst ihr, was das Krasse ist? Jeder, der bei mir dieses Experiment macht, geht danach Puma 50, nachdem das Experiment vorbei ist. Manche brauchen einen Tag dafür, manche eine Woche und kommt mir nicht mit Instagram, sperrt mich. Dann nimm eine andere Plattform. Sogar ich benutze andere Plattformen. Ich habe mir gerade so ein Fake-Tinder runtergeladen. Wisst ihr? Mary boxt mich links oder rechts. Wisst ihr? Aber ich sage, ey, Schatz, für Prospects. Wisst ihr? So auf dem. Alles ist möglich. Okay, alles ist möglich. Trust me on this one. Okay? Macht Sinn? Macht dieses Experiment. Erster Step, habt die richtigen Gedanken, während ihr es macht. Zweiter Step, macht das Experiment, damit ihr wisst, was eure Quote ist, was bei euch gut ankommt. Alright? Und jetzt gebe ich euch den dritten Step. Last but not least. Mir ist egal, wie ihr First Calls macht, wie ihr Calls macht, ob ihr Einzelpräsis macht, ob Launchpräsis, ob Meetings. Komplett egal. Das entscheidet ihr, das ist eure Culture, ist euch überlassen. Will ich gar nichts dazu sagen. Aber ich gebe euch jetzt einen Tipp, der alles verändert. Ich mache gerade drin eine Power Hour. Seid ihr ready? Es sitzen gerade 4 Teampartner von mir da und alles ist immer dasselbe. Ne? Alle kommen zu mir und ich so, ja, jetzt machen wir Power Hour. Alle sagen dasselbe. Was sagen sie? Was glaubt ihr? Sie sind alle schon ein paar Wochen am Start. Was sagen sie? Ratet. Ihr seid lang genug im Business. Ratet mal. Keine Kontakte. Perfekt, danke dir. Jerome, keine Kontakte. Kennt man, ne? Keine Kontakte. Ich habe gesagt, okay, ihr macht eine 3x4-Liste. Das könnt ihr jetzt alle für euch nutzen, wenn ihr Warmkontakte noch nicht durch habt, was keiner von euch, wenn ihr nicht mindestens P2K in diesem Call seid, wo ich, glaube ich, nur 3-4 Stück hier kenne, die in diesem Call sind. Okay? Wenn du nicht mindestens P2K bist, trau dich nicht. Okay, ich liebe dich, ich bin nicht deine Abwehr, ich bin direkt zu dir, deswegen ist mir scheißegal, wie du dich danach fühlst. Trau dich nicht, zu mir zu kommen und zu sagen, Bro, ich habe keine Kontakte mehr. Stop playing. Jeder von uns hat Kontakte, Mann. Alright? Nur vielleicht sind das nicht deine besten Freunde. Wie findet ihr heraus, ihr macht eine 3x4, die niemals ausstirbt? Wer kennt das von Johnny? 3x4, die niemals ausstirbt? Wer es nicht kennt, ich erkläre es euch. Du brauchst 3 Spalten. A-Kontakte, B-Kontakte, C-Kontakte. Für alle, die nicht wissen, für was da steht, A sind die Alphas, die easy starten würden, die Bock auf sowas hätten. B sind B nenne ich sie einfach, ich habe keine Ahnung. Die sind indecisive, die wissen nicht, wie sie sich entscheiden sollen. Und C sind nicht die Spasten. Das sagt jeder. Jeder sagt, das sind die Spasten, die willst du nicht dabei haben. Nee. C sind die Connectors, wo wir uns sicher sind, die wollen das nicht machen. Aber es uns so scheißegal ist, weil wir einen Satz benutzen. Und das ist jetzt key. Egal, wenn du bis jetzt eingeladen hast, egal, wer abgesagt hat, du schreibst dir 4 Leute pro Spalte auf. 4 A-Kontakte, 4 B-Kontakte, 4 C-Kontakte. Okay? Und jetzt machst du was richtig Krasses. Schreib mir mal 4 Namen, oder nee, alles gut. Alles gut. Wartet.
9%, das geht sich aus. Okay, perfekt, perfekt, perfekt. So, ich nehme jetzt 4 Leute raus, okay? Passt das für euch? Okay, ich habe einmal hier Jones, spricht man das so an? Sag bitte nicht Jones, Digga. Jones, ich nenne dich jetzt einmal Jones, okay? Jones. So, Jones, Jasmine, Hako, Bruder, was geht, Digga? Hako und Nicole, okay? Jones, Jasmine, Hako und Nicole. So, das Ganze sieht jetzt so aus. Ihr 4 steht jetzt bei mir bei A-Kontakten. Ich rufe den ersten an. Ich rufe Jones an. Ich frage, ich mache ganz normale Einladung, bla bla bla. Willst du, ihr wisst ja, wie eine Einladung geht. Den muss ich, glaube ich, nicht erklären. Jones sagt zu mir, Bro, gar keinen Bock, Digga. Gar keinen Bock. Hört jetzt genau zu, was ich sage. Das bewirkt Wunder. Ich habe gerade eine Power gehabt, wo Leute gesagt haben, ich kenne keine Leute mehr. Nur weil sie diesen Satz gesagt haben, haben wir 50 Leute mehr morgen auf dem Event. Seid ihr ready? Ich frage. Jones, ich verstehe, dass das Ganze nichts für dich ist. Und diesen Satz kennt ihr nur, ihr benutzt ihn nicht. Okay, ist nichts Neues. Jones, ich verstehe, dass das Ganze nichts für dich ist. Alright? Aber Jones, wen kennst du, dem ich helfen könnte, diese Sachen zu erreichen? Jones sagt, ja, ich hätte schon ein paar. Okay, wen hättest du? Nenn mir 1, 2 Namen, Jones. Sagt er jetzt Adelina und Adrian. Sage ich, perfekt. Bro, könntest du mir diese Kontakte noch schnell zukommen lassen, dass ich sie auf dieses Business expose? Wie es sagt, ist egal. Hauptsache, ich spreche das an. Jones, ist nicht schlimm, dass das Ganze nichts für dich ist, das verstehe ich. Kennst du aber wen, den es interessieren würde? Soll ich euch jetzt einen Trick verraten? Auch wenn Jones Nein sagt, wenn du es bei jeder Person machst, wirst du neue Kontakte bekommen. Kontakte, die du noch nicht hattest. Wieso? Wir sehen niemals das Potenzial in einer Person. Niemals. Wenn du bei mir frisch startest, ist mir egal, wie krass du aussiehst, ist mir egal, wie viele Follower du auf TikTok hast, mir ist es sowas von scheißegal. Ich sehe kein Potenzial in dir. Ich sehe aber das Potenzial in deiner Kontaktliste. Alright? Taprooting ist der Key. Man nennt mich nicht umsonst Taprootashi. Alright? Das ist so der Punkt. Ganz, ganz, ganz easy erklärt. So, jetzt streiche ich Jones seinen Namen von dieser Liste und er hat mir Adelina rübergeschickt. Ich schreibe Adelina dazu. Wieso? Es müssen immer 4 Leute auf dieser Liste stehen, die noch nicht eingeladen wurden. Immer. Diese Liste, wie gesagt, darf niemals aussterben. Jetzt rufe ich Adelina an. Adelina sagt, nee, ich kenne keinen, ich habe auch keinen Bock. Ich streiche sie von der Liste und jetzt muss ich mir einen Namen wieder überlegen. Und das machst du so oft, wirklich, dann kommst du mal auf Kontakte, die du dir nicht überlegt hast. Wirklich. Es ist ein Freund von mir gestartet, nicht in meiner Organisation, der mittlerweile P6 ist. Nicht in meiner Organisation. Crazy, oder? Wisst ihr warum? Weil ich ihn vergessen hatte. Ich habe ihn nicht aufgeschrieben, weil ich nicht zu hart nachgedacht habe. Fehler? Ja. Kann man nichts machen. Versteht ihr? Und so geht das Ganze weiter. Versteht ihr? Oder wenn ihr zum Beispiel auf ein Event, ihr könnt das immer nutzen. Jasmin hat zugesagt aufs Event. Ich rufe sie nochmal an. Hey Jasmin, pass auf. Ja, im Endeffekt. By the way, du kommst ja morgen aufs Event. Ganz kurz, ich wollte dir Bescheid geben. Ich muss Plätze reservieren und ich wollte dich mal kurz fragen. Kommst du mit Freunden, was du definitiv kannst? Ja, wenn du dich wohler fühlst, so, dann kannst du mit Freunden kommen. Aber gib mir mal kurz Bescheid, wie viele ich eintragen soll, damit sie Plätze reserviert haben. Wisst ihr, wie ich damals gestartet bin? Fun Story. Die reale Story. Seid ihr ready? Die reale Story, wie ich gestartet bin. Meine beste Freundin wurde eingeladen und sie wollte nicht allein aufs Event, weil sie sich unwohl gefühlt hat. Und sie hat mich angerufen in meiner schwersten Depression. Ich habe gesagt, komm von mir aus. Der einzige Grund, warum ich am Start bin, ist nicht mal, weil ich eingeladen wurde. Ist, weil eine beste Freundin mich mitgenommen hat, weil sie sich unwohl gefühlt hat alleine. Crazy, oder? Gib den Leuten die Möglichkeit, Leute mitzunehmen. Das sind Free Prospects. Versteht ihr, was ich meine? Versteht ihr jetzt, wie wichtig Taprooting ist? Das kannst du auf Instagram genauso machen. Wenn eine Person sagt, hey, danke, voll lieb, aber interessiert mich nicht, kein Problem. Wen kennst du, den es interessieren würde? Ich habe euch gerade gezeigt, das ist so wie, wer hat Minecraft gespielt? Kennt ihr diese Doppelwassertrick, unendliche Wasserquelle? Kennt ihr, ne? Das ist unendliche Kontaktliste hier. Versteht ihr, was ich meine? Unendlicher Trick. Alright, Ladies and Gentlemen, macht das erstmal alles Sinn, was ich sage. Wie man denken soll, ja? Wie man Leute anschreiben soll, wie man es besser macht, wie man seine Quote verbessert, wie man taprootet, wie man unendlich viele Kontakte hat und wie man einfach Beast Mode geht. Versteht ihr in diesem Business? Yes, oh yes, oh yes. Drop mal yes, yes, yes in den Chat. Währenddessen schaue ich mal, ob ich hier keinen Punkt vergessen habe. Yes, oh yes, oh yes. Let's go. Drop mal Energy in den Chat. By the way, für alle, die es nicht gecheckt haben, I'm big on Energy. Alright, Energy ist wichtig. Du willst einen Rank hitten, dafür musst du Leute bewegen können. Wie willst du Leute bewegen, wenn ich nicht mal dich bewegen kann? Stop playing. Alright, so. Alright. Und last but not least, ladies and gentlemen. Alles, was ich gerade gesagt habe
Und das muss ich jetzt leider dazu sagen, bevor ich diesen Call leider verlassen muss. Okay, bin echt dankbar für diesen Call, aber ich muss ihn jetzt leider verlassen. Der Punkt ist jetzt ja, das Letzte, was ich euch sagen möchte. Schau, Fem, ich habe euch alles gesagt, was in meiner Macht gerade liegt. Frag mich in 10 Jahren, ich werde dir keinen einzigen anderen Punkt nennen können, als das, was ich heute gemacht habe. Das ist alles, was ich dir sagen kann, wie du P150 gehst. Bin ganz ehrlich mit dir. Wie du P150s kreierst. Du willst wissen, wie du P6 gehst? Du bist schon P150, congrats. Habe ich dir auch gezeigt, wie du P6 gehst? Weil du musst P150s kreieren. Du willst P1 gehen? Genau dasselbe. Ab P1 von mir aus kann ich dir neues Wissen geben. Soll ich aber ganz ehrlich sein, alle, die nicht P1 in meinem Team sind, kriegen immer wieder denselben Mehrwert von mir. Immer wieder. Frag meine P600. Die kriegen keinen neuen Mehrwert von mir, weil sie nichts Neues brauchen, als das, was ich gerade euch gesagt habe. Versteht ihr, was ich meine? Aber jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Last but not least, alright? Der letzte wichtige Punkt heute in diesem Call. Ich habe euch sehr viele Punkte gerade mitgegeben, die mein Leben, und ich habe euch am Anfang die Story erzählt, was es verändert hat. Und ich habe euch gerade erzählt, was ich gemacht habe an diesem Tag. Und es waren genau diese Sachen, die ich euch gerade gesagt habe. Ich habe dieses Experiment an einem Tag gemacht, 1500 Leute angeschrieben. Ich habe getaproutet. Ich habe diese Sätze gesagt. Das Wichtigste ist aber das, Fam. Ich möchte, dass ihr eine Sache versteht, warum. Weil das sage ich jetzt leider als Letztes, obwohl ich das immer als Erstes mache. Sei dir bewusst, warum du das Ganze machst. Sei bitte nicht in diesem Business. Schau, das ist meine größte Angst. Du bist nicht mal in meinem Team, aber ich habe trotzdem Angst darum. Meine größte Angst ist, dass du in so einer krassen Möglichkeit bist, dass du so viele Leute hast, wie am Anfang, für die wir dankbar sein sollten. Jerome, Daniel und. Und dass du dieses Business nicht ernst nimmst. Das ist meine größte Angst für dich. Dass du da sitzt und nicht realisierst, was für eine Möglichkeit das ist. Ladies and Gentlemen, dieses Business, ich will euch kurz inspirieren. Scheiß auf das Geld, okay? Scheiß mal auf den Rank. Wisst ihr, was dieses Business mir geholfen hat? Dieses Business hat mir geholfen, zum ersten Mal in meinem Leben meine Stärken herauszufinden. Dieses Business hat mir geholfen, zum ersten Mal in meinem Leben Menschen in meinem Umfeld zu haben, die mich mögen, nicht für das, was ich habe, sondern für das, was ich bin. Dieses Business hat meiner Familie ermöglicht, nicht nur meiner Mom in die Rente, God bless, zu gehen, sondern meiner Familie ermöglicht, endlich generational curses, die von Generationen zu Generationen, seit 20 Generationen weitergegeben wurden, zu brechen. Dieses Business hat mir erlaubt, Leute kennenzulernen, wie einen Jerome, der mir mehr an mein Herz gewachsen ist, all diese Freunde, die ich vor diesem Business hatte. Dieses Business erlaubt mir, Tag für Tag zu lächeln, weil ich zum ersten Mal in meinem Leben das mache, was ich gerne mache. Ladies and Gentlemen, ihr braucht keinen Grund mehr, dieses Business zu machen. Es gibt nichts Besseres. Trust me on this one. Es ist nicht perfekt, aber es gibt nichts Besseres. Versteh einfach diesen Punkt. Also wenn der richtige Zeitpunkt ist, Ladies and Gentlemen, dann trust me on this one. Geh heute nicht schlafen, bevor du nicht diese Sachen machst. Du wirst es morgen wieder vergessen. Und dann wird morgen wieder genau dasselbe Leben anfangen, was du gestern auch schon hattest oder vor diesem Call. Es wird nichts bei dir verändern. Und das ist meine Angst. Aber ich weiß ganz genau, wenn du anfängst, diese Sachen jetzt zu changen, endlich mal, ich wollte Eier sagen, ne, aber endlich mal deinen Mut in die Hände nimmst und einfach mal zu machen, einfach mal zu machen, einfach mal zu pushen, einfach mal zu denken, hey, ich bin's wert, dieses Business zu schaffen, ich bin's wert, diesen Rank zu hitten, ich bin's wert, diesen Success zu spüren. Wenn du das verstehst, dann ist Game over. Alright? Deswegen, Ladies and Gentlemen, wenn wir uns committen, ab heute, ab jetzt direkt umzusetzen, okay, dann droppt mal ein Herz in den Chat für alle eure Leader, die diesen Weg für euch ermöglicht haben, die Entscheidungen getroffen haben, die schwieriger waren als jeder andere zuvor. Na, im Endeffekt, damit du heute hier stehst, diesen Value kriegst, damit du jetzt endlich dein Leben in den Griff bekommst, damit irgendwann ich auf einen Call von dir jump, wo ich den Leuten zeige, wie dankbar sie für dich sein müssen, dass du diesen Weg gegangen bist. Mit diesen Worten würde ich sagen, Jerome, Brother, I'm gonna pass you back. I love you, I appreciate you. Und ich hoffe, wir sehen uns sehr, sehr, sehr bald wieder, Bruder. Herz, ich hab dich über alles lieb. Daniel, dich auch. Felix, dich auch. Jomar, dich auch. Social, dich auch. Ich küsse eure Herzen, Jungs. Alright, pass gut auf dich auf. Be blessed and see you soon. Ciao, ciao. Let's go, let's go, let's go, guys. Das war crazy. Das war crazy, guys. Leute, drop mal ein bisschen Liebe in den Chat für Bergchan, Leute. Das war absolut verrückt. Leute, drop mal eine 9 in den Chat, eine 9. Eine 9, wenn ich mich nicht zu viel versprochen habe. Ja, ich glaube, jeder Einzelne weiß es, was zu tun ist, um jetzt wirklich P150 zu smashen, um jetzt P6 zu smashen. Und ich glaube, dass es so perfekt auf den Punkt gebracht wurde, dass jeder Einzelne nicht nur weiß, was zu tun ist, sondern jeder Einzelne seine Aufgabe hat, die er jetzt umsetzen kann in den nächsten 24 Stunden, im besten Fall jetzt gleich direkt.
um sein Level, sein Level of Competence im Game hier im Bereich Network auf nochmal eine neue Ära zu erheben, auf nochmal eine neue Frequenz zu erheben, Guys. Ich würde sagen, der ein oder andere haben jetzt gleich Calls. Leute, God may bless you all, Leute. Ich freue mich auf nächste Woche. Ganz wichtig, Leute, wir werden jetzt gleich die Murray Game Gruppe behindern, Bird. Ich habe schon gesagt, Leute. Das heißt, wenn du dich so wohl fühlst, dann ich hoffe gleich nicht mehr. Ja, ich hoffe gleich nicht mehr. Ich merke schon, viele Gesichter verändern sich auf einmal. Und wenn du Bock hast, ich weiß, hier sind heute auch ein paar Leute am Start, die noch nicht Marry the Game oder generell 20% Teilnehmer sind. Wenn du Bock hast, wirklich ein Teil der ganzen Sache zu sein, wenn du Bock hast, solche Calls auf dem Level mal öfters mitzunehmen, dann gib wirklich Gas, geh wirklich raus, mach wirklich einfach Welle, zeig wirklich deine Upline, zeig deinem Mentor, dass du nicht hier bist zum Spielen und zum Spaßen, sondern hier bist, um zu erreichen, um zu machen, um voranzukommen, okay? Und das kannst du am besten, indem du einfach umsetzt, indem du selber irgendwo Erfolge für dich kreierst, indem du selber Gas gibst. Ich bin mega happy, ich bin mega blessed auf den nächsten Call. Ja, und nicht vergessen, morgen 22 Uhr Convention-Tickets, die ganzen Dinge, die jetzt anstehen, P150-Event-Ticket, sehr, sehr wichtiger Hase. Wir haben so viel vor uns, Leute. Wir dürfen manchmal nicht vergessen, wie krass diese Sachen sind, die einfach gerade vor uns liegen. Einfach, weil, überleg mal damals, vor ungefähr eineinhalb, zwei Jahren, als ich am Start war, ich hatte kein P150-Event, Guys. Ich hatte kein IBO-Event. Versteht ihr? Ich hatte kein P6-Event. Mein erstes Event, das ich mal vor Augen habe, wie das damals bei mir aussah. Mein erstes Event hatte ich nach eineinhalb Jahren. Meine erste Convention. Mein erstes richtiges Event. Nach eineinhalb Jahren. Da rede ich von Teamtraining, Kleines, was auch immer. Nein, eineinhalb Jahre hat es gebraucht. Wenn du gerade innerhalb deines ersten Jahres bist du schon auf einer Convention warst, vielleicht sogar schon auf zwei Convention warst. Ja? Auf Events warst, auf einem P600-Event konntest. Vielleicht so jetzt demnächst auf ein P150-Event, IBO-Event gehen kannst. Glaub mir, Leute, das ist keine Selbstverständlichkeit. Lass uns das Ganze ernst nehmen. Lass uns das wahrnehmen, weil ich glaube, manchmal sind diese kleinen Dinge, ja, meistens die Dinge, Sachen wie Dankbarkeit, die Dinge, die das meiste bei uns bewirken können, wenn wir einfach mal uns wieder vor Augen halten, was wir alles bekommen, ja, und was für eine Möglichkeit wir hier haben, Leute. Deswegen much love. Till next week. Be ready. Okay. Und let's go, guys. Bis dann. Oh, Daniel. Schließen.